Willkommen zu diesem neuen Video von Selbstorientiert. Heute soll es dabei mal um die Legitimität bei Erörterungen in Sozialwissenschaften gehen. Dabei würden wir uns riesig freuen, wenn ihr den Link in der Videobeschreibung auscheckt. Da geht es nämlich zu unserem Buch. Da haben wir das Ganze nochmal besonders gut für euch erklärt. Und damit könnt ihr dann natürlich auch für die nächste Klausur lernen. Und damit widmen wir uns jetzt auch dem Kriterium der Legitimität. Dabei ist da natürlich auch, ebenfalls wie beispielsweise bei der Effizienz, also dem direkten Gegenkriterium, bestimmt, nämlich die Umsetzung des Sachverhalts, wie legitim etwas ist. Das heißt, die Legitimität wird herangezogen, um einen gewissen Sachverhalt, den wir zum Beispiel in einer Analyseaufgabe, aber auch in einer Erörterungsaufgabe gegeben bekommen, zu bewerten. Das heißt, das Ziel von einem sozialwissenschaftlichen Kriterium ist es hier stets, die Umsetzung eines Sachverhalts zu bewerten bzw. zu beschreiben. Und das möglichst konkret. Dabei wird diese herangezogen, um eine möglichst legitime Arbeitsweise zu ermöglichen. Das heißt, das Ziel, wenn man einen Prozess unter dem Kriterium der Legitimität beobachtet, ist es hier zu gucken, wie legitim, wie ideal ist diese Arbeitsweise, die wir hier vorfinden. Legitimität beschreibt ja im Grunde einen Prozess, der sich zum Beispiel bestimmten Gesetzen untergliedert, der sich in einer breiten Masse sozusagen wiederfinden kann, der von der gesamten Gesellschaft als wünschenswert betrachtet wird. Und letztendlich bezieht sich das dann dadurch auf die ethische Sicht. Man kann das natürlich auch ein bisschen abwandeln, man kann es auf die psychologische Sicht sozusagen übertragen. Aber im Grunde geht es hier darum, nicht auf die ökonomische Seite zu gucken, sondern zu gucken, okay, wie kommt ein Prozess bei den Menschen, also wie kommt der Prozess in der Bevölkerung hier an? Dabei gibt es natürlich auch bei der Legitimität verschiedene Kriterien, die sich sozusagen diesem Oberkriterium der Legitimität nochmal unterordnen. Unter anderem haben wir hier die Umweltverträglichkeit, die insbesondere für die Nachhaltigkeit, aber auch für den allgemeinen Prozess innerhalb einer Gesellschaft sehr wichtig ist. Nachhaltigkeit beschreibt dabei auch nochmal den Prozess, wie nachhaltig ein Prozess langfristig ist. Das heißt, hier guckt man sich nicht nur die Umweltverträglichkeit an, sondern die Nachhaltigkeit ergänzt das Ganze natürlich nochmal, inwiefern ein Prozess, der umgesetzt wird, langfristig sinnvoll ist, zum Beispiel für einen Staat. Außerdem ein wichtiges Kriterium, insbesondere wenn man die Legitimität hier sich anguckt, ist die Transparenz. Je nachdem, wie transparent ein gewisser Prozess in der Gesellschaft verankert ist, je nachdem erfreut er sich auch einer bestimmten bzw. einer sehr hohen Kredibilität bzw. wird von einer großen Masse akzeptiert. Und da kommen wir auch noch zu zwei weiteren Kriterien, die sehr wichtig sind. Einerseits der Generationengerechtigkeit bzw. lediglich der Gerechtigkeit, sodass in der gesamten Gesellschaft ein Gleichgewicht besteht, was dadurch bestehen bleibt, dadurch, dass man eben diese Gerechtigkeit zusichert. Und zudem haben wir hier noch die Gleichheit, die sehr wichtig ist. Das heißt, die Gleichheit unterhalb aller Menschen, dass eine Maßnahme nur dann umgesetzt wird, wenn sie einerseits gerecht ist. Das heißt, jeder Mensch kann davon profitieren, Generationen können davon profitieren. Und gleichzeitig, wenn die Gleichheit innerhalb einer Gesellschaft gesichert werden kann. Das heißt, jeder Mensch ist zum Beispiel vor dem Gesetz gleich, beziehungsweise bestimmte Maßnahmen bevorteilen nicht eine bestimmte Bevölkerungsgruppe, beziehungsweise es gibt dann keine Ausgleiche. Das also mit diesem Kriterium gemeint. Zuletzt haben wir hier noch das Kriterium der Zumutbarkeit, der Akzeptanz sowie der Sozialverträglichkeit. All diese Aspekte finden sich in gewisser Weise schon zuvor wieder, aber auch hier wieder, man ordnet das Ganze ja der Legitimität zu. Das heißt, hier muss geguckt werden, inwiefern bestimmte Gesetzesvorschläge, bestimmte Sachverhalte einer breiten Akzeptanz einerseits zusprechen, gleichzeitig auch einer Gesellschaft zumutbar sind, beziehungsweise eine Gesellschaft sozialverträglich umgesetzt werden kann. Das heißt, die Sozialverträglichkeit ist ja immer ein Ziel, was man hier stets vorfinden kann. Und genau das lässt sich natürlich dann auch auf den jeweiligen Gesetzesprozess bzw. den jeweiligen Sachverhalt übertragen. Denn letztendlich hat der Staat natürlich das Ziel, eine möglichst sozialverträgliche Gesetzesinitiative bzw. sozialverträgliche Maßnahmen zu schaffen. Das lässt sich aber natürlich auch auf andere Prozesse, zum Beispiel in der Wirtschaft, beziehen, die man natürlich auch in der Sozialwissenschaft in Erörterungen oder in Analysen betrachten muss. Das also das Kriterium oder die Unterkriterien der Legitimität.
auch schon wieder gewesen sein von diesem Video von uns. Wir würden uns riesig freuen, wenn ihr unseren Kanal unterstützt. Das könnt ihr machen, indem ihr jetzt dem Video ein Like da lasst, unseren Kanal abonniert und auch gerne kommentiert unter diesem Video, falls ihr noch irgendwelche Wünsche habt. Und das soll sozusagen gewesen sein. Haut rein und ciao. Und jetzt widmen wir uns auch direkt dem Kriterium der Effizienz. Und dabei ist es natürlich ganz wichtig, dass die Effizienz, insbesondere in der sozialwissenschaftlichen Analyse bzw. sozialwissenschaftlichen Erörterung, eine Umsetzung des Sachverhalts beschreibt. Das heißt, mit dem Kriterium der Effizienz versucht man zu gucken, okay, wie wird ein bestimmter Sachverhalt konkret am konkreten Fallbeispiel, das man ja meistens auch in der Aufgabenstellung zum Beispiel gegeben bekommt, wie wird das hier umgesetzt? Wie effizient wird ein bestimmter Prozess umgesetzt? Dabei wird dieses Kriterium herangezogen, um eine möglichst effiziente Arbeitsweise zu ermöglichen. Das heißt, man guckt dadurch, dass man die verschiedenen einzelnen Punkte des Kriteriums der Effizienz heranzieht, guckt man, okay, welche Arbeitsweise ist hier möglichst effizient, beziehungsweise inwiefern kann diese Arbeitsweise noch möglichst verbessert werden. Also das Ziel der Effizienz, und natürlich bezieht sich das Ganze hier meistens auf die ökonomische Sicht. Das heißt, man guckt, da diese Effizienz natürlich auch immer sich zum Beispiel auf Kostenfaktoren bezieht, aber auch auf die Zeit, in der ein bestimmter Sachverhalt umgesetzt wird, guckt man hier natürlich, wie ist das Ganze ökonomisch zu bewerten, welche Geld- oder welche monetären Ströme können wir hier beachten, um einen Prozess noch effizienter zu gestalten. Konkret am Beispiel kann man dann natürlich verschiedene Einzelkriterien in der Kategorie der Effizienz nochmal hinzufügen. Unter anderem ist es hier die Schnelligkeit, die bezieht sich, wie ich das gerade schon mal angedeutet habe, auf die Zeit, in der ein Prozess umgesetzt wird. Das heißt, je nachdem, wie schnell ein Prozess umgesetzt wird, kann, desto effizienter ist er in dem Fall natürlich. Gleichzeitig sind aber auch andere Kriterien, wie hier die Umsetzbarkeit, die Realisierbarkeit, die Durchsetzbarkeit, sehr wichtig. Das heißt, wenn man diese drei Kriterien jetzt noch ergänzt, muss ein Prozess stets ausgewogen zwischen diesen einzelnen Kriterien stattfinden. Das heißt, der muss einerseits natürlich schnell umgesetzt werden, andererseits muss man von Anfang an eine gewisse Umsetzbarkeit sehen, man muss eine Realisierbarkeit, die muss vorhanden sein, und auch der ganze Prozess muss durchsetzbar sein. Zum Beispiel müssen gewisse Gesetzesinitiativen überhaupt erst durchsetzbar sein, damit eine Effizienz letztendlich gewährleistet sein kann. Und zudem muss das Ganze dann natürlich im Endeffekt auch eine folgende Wirkung haben, also die Wirksamkeit muss gegeben sein, die Nützlichkeit und die Zweckmäßigkeit. Das heißt, man muss hier stets versuchen, durch den Prozess, den man macht, der muss nicht nur schnell umgesetzt werden, muss nicht überhaupt erst realisiert werden, sondern ganz wichtig natürlich auch am Ende eines jeden Prozesses, dass diese Kriterien dann zusammenwirken und dass man nach diesem Prozess dann auch ein abgeschlossenes Endresultat hat, was in der Folge natürlich ein möglichst gutes Ergebnis hat. Das also die verschiedenen Kriterien, die sich in der Effizienz nochmal untergliedern. Kommen wir dann noch zu einigen Hinweisen, die ihr bei dem Verfassen der Erörterung unbedingt beachten solltet. Insbesondere solltet ihr natürlich darauf vorbereitet sein, sachlich und neutral vorzugehen. Das heißt, hier ist es besonders wichtig, dass ihr stets sachlich und neutral bzw. nüchtern in dem gesamten Text bleibt. Bis auf im Fazit, da hatte ich das ja gerade erwähnt, ist es nicht notwendig, eine Gewichtung vorzunehmen. Ihr sollt lediglich ganz neutral und nüchtern die einzelnen Sachverhalte darstellen und dadurch natürlich auch diese ausgewogene Kette, die ihr ja idealerweise im Hauptteil habt, das heißt, Argumentationsgang unterscheidet sich zwischen Pro und Contra, es ist aber ausgewogen, solltet ihr erhalten bis zum Fazit. Auch da solltet ihr natürlich sachlich und neutral bleiben, aber da könnt ihr dann ja eine Gewichtung im Fazit vornehmen. Außerdem solltet ihr den Argumentationsgang unbedingt strukturieren. Ich hatte das gerade schon mal erwähnt, es kann hilfreich sein, wenn ihr diese Strukturierung vorher vornehmt, das heißt, euch eine Tabelle erstellt mit Pro-Kontra-Argumenten, aber ihr könnt das natürlich auch in der Klausur selbst oder in der Aufgabenbearbeitung selbst abhandeln. Das heißt, hier kann es dann wichtig sein, unbedingt sich an die Ping-Pong-Struktur oder die Blockstruktur zu halten. Und final solltet ihr stets Vorwissen oder spezifisches Wissen einbeziehen. Dieses Wissen ist in dieser Aufgabe der Erörterung besonders gefordert, denn wenn ihr Vorwissen oder spezifisches Wissen einbeziehen könnt, insbesondere natürlich aus dem Unterricht, aber gerne auch, falls ihr
bestimmte Sendungen der Politik gesehen habt, falls ihr Bücher gelesen habt, falls ihr die Zeitung gelesen habt. Das alles könnt ihr einbeziehen, um so nochmal einen besseren Argumentationsgang zu stärken und dadurch natürlich auch idealerweise euren Content nochmal ein bisschen zu verbessern. Das Ganze kommt natürlich super beim Lehrer an und ermöglicht euch dann idealerweise nochmal ein, zwei Extrapunkte aufgrund eines aufgabenbezogenen Extrakriteriums zu erlangen bzw. volle Punktzahl zu bekommen, da eure Argumentationsweise besonders kredibel ist.